Seien Sie alle ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Tierschutz in München. Diesmal melden wir uns nicht aus dem Münchner Tierheim, sondern vom Gnadenhof des Tierschutzvereins aus Kirchasch bei Erding. Eine ganz besondere Einrichtung ist das hier und darüber spreche ich heute zusammen mit Klaus Reichinger, Mitglied des Vorstandes des Münchner Tierschutzvereins. Herr Reichinger, das Ganze hat ja hier in den frühen 80er Jahren seinen Anfang genommen. Wie ging denn was los mit dem Gnadenhof? Also das war 1984. Da haben wir von einem netten Spender dieses Grundstück geerbt bekommen. Das war damals noch relativ klein, hatte so ungefähr 1500 Quadratmeter. Es war auch dieses Wohnhaus, wo man schon sieht, schon vorhanden. Und wir haben dann glücklicherweise noch einige Grundstücke zukaufen können, sodass wir dieses Idyll von mittlerweile fast 30.000 Quadratmeter hier ins Leben rufen konnten. Was unterscheidet denn jetzt den Gnadenhof vom Tierheim in Riem? Also der wesentliche Unterschied ist einfach, dass die Tiere hier ganz andere Ruhe haben wie im Tierheim. Wir haben nicht so viel Publikumsverkehr. In München sind halt einfach viele Leute, die sich für die Hunde auch interessieren. Und da sind die Hunde natürlich wahnsinnig gestresst. Es ist eine riesen Unruhe da draußen. Und da kommen auch die Tiere oft nicht so gut zurecht. Hier ist es einfach so, dass man sich um die Tiere ganz anders kümmern kann. Man kann auch die Tiere intensiver betreuen. Und die kommen halt einfach besser zur Ruhe. Und es ist halt einfach für gestresste Tiere einfach wesentlich nicht besser. Wir haben es ja vorhin schon selber erfahren können. Wir wurden richtig herzlich begrüßt von verschiedensten Hunderassen hier auf dem Gelände des Gnadenhofs. Was sind denn das alles jetzt für Hunde? Das ist ja auch schon meistens ein älteres Semester, was hier dann zu Gast ist oder seinen Lebensabend verbringt. Also es ist genauso, dass halt die Tiere oder die Hunde, die da vom Gnadenhof kommen, meistens halt bei uns im Tierschutzverein oder im Tierheim nicht zurechtkommen. Und da haben wir halt unterschiedlichste Gründe, warum die dann kommen. Und wir versuchen zum Beispiel auch unser Hofrudel hier zu halten. Die haben natürlich riesen Ausläufe hier, können da miteinander rumtoben. Die sind also wirklich super und entwickeln sich gut. Aber es sind halt natürlich auch Hunde, die große Probleme haben und die wir dann wieder versuchen, hier diese Probleme zu lösen. Wie sieht denn jetzt konkret die Vermittlung hier aus? Ist die jetzt komplett konträr zur Vermittlung im Münchner Tierheim oder ist das ungefähr identisch? Naja, es ist schon ein bisschen anders, weil halt einfach, sage ich mal, hier nicht so der Publikumsverkehr ist, dass die Leute da einfach durchgehen, sondern wir setzen natürlich aktiv die Hunde auf irgendwelchen Seiten und dann führen wir Gespräche und versuchen dann natürlich die Tiere auch zu vermitteln. Aber im Großen und Ganzen vermitteln wir auch die Tiere ganz gut hier. Es ist also nicht so, dass der Gnadenhof letztendlich eine Endstation für die Tiere ist. Manchmal ist es so, dass wir sagen, es gibt gewisse Tiere, die vermitteln wir nicht mehr. Aber so im Großen und Ganzen, wenn die Tiere sich hier eingelebt haben und sind dann auch wieder vermittlungsfähig, versuchen wir denen auch wieder ein schönes Zuhause zu kommen. Jetzt liegt der ein Hund Ihnen ganz besonders am Herzen, der Paco. Ein paar Worte mal zu diesem Hund. Ja, also nicht nur der Paco liegt uns ganz besonders am Herzen, sondern also alle unsere Hunde. Aber der Paco ist jetzt einer so ein Kandidat, der so typisch ist. Der hat im Tierheim München große Probleme gehabt, ist da überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Wir haben ihn dann auf den Gnadenhof gesetzt. Hier hat er sich jetzt gut entwickelt. Er hat halt einfach ein paar Baustellen. Er ist halt sehr territorial. Das heißt, wenn der in ein Zuhause kommt, fängt er natürlich sofort an, alles zu verteidigen. Und er ist halt auch nicht mit Artgenossen unbedingt einfach. Und da braucht man einen hundeerfahrenen Halter, aber es ist ein ganz, ganz toller Hund. Wir haben jetzt einen neuen großen Auslauf ins Leben gerufen und wir haben jetzt einfach vor, hier gewisse neue Dinge wieder zu verbessern, das Ganze instand zu halten. Wir haben hier große Kosten, also dieser Unterhalt dieses Gnadenhofs sind fast 300.000 Euro, was wir da im Jahr ausgeben und da sind wir natürlich auch auf die Menschen angewiesen, die uns hier unterstützen, dass sie uns vielleicht auch mit Patenschaften oder mit natürlich Spenden hier unterstützen, da sind wir ganz groß angewiesen. Und wir suchen natürlich auch ehrenamtliche Helfer, die einfach Lust haben, sich auf so einem tollen Hof mal mitzuhelfen. Gassigeher sind natürlich sehr gefragt. Also wir haben noch viel vor hier und wir brauchen natürlich auch jegliche Unterstützung. Sabine hat auch ziemlich gewütet, das Sturmtief, glaube ich, da hat es ein paar Schäden hier gegeben, habe ich mir sagen lassen. Ja, einer der großen Schäden ist, dass wir gerade unseren neuen Auslauf gebaut haben und da ist ein großer Baum reingefallen. Aber es ist jetzt, außer dass es ein bisschen Sachschaden war, Gott sei Dank niemanden irgendwie zu Schaden gekommen. Gott sei Dank. Dann ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Klaus Reichinger, und diesen spannenden Überblick über den Gnadenhof hier in Kirchasch bei Erding. Vielen Dank. Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen. Das war der Tierschutz in München für heute. Nicht vergessen, alle Informationen, die bekommen Sie natürlich auch noch einmal im Internet auf unserer Homepage www.münchen.tv. Wir sehen uns beim nächsten Tierschutz in München wieder. Ihnen allen bis dahin eine angenehme Zeit. Auf Wiedersehen.